So, das Thema ist, wie Sie schon gehört haben, an alles gedacht, Inklusion aktiv gestalten, praktische Beispiele aus dem Projekt HessenHub. Mein Name ist Linda Rustemeyer und ich arbeite, wie meine Kollegin, Vorrednerin Sanja Gramminger, im Projekt oder Netzwerk DigiBar vom HessenHub. Und ich werde Ihnen jetzt einen Überblick geben über das Team und die Projekte, über gesammelte Werke, über unsere Prototypen des Serious Games und Mikro-Lerneinheiten, um dann auch einen kleinen praktischen Abschluss noch mit Ihnen zu machen und in die Praxis zu gehen. Genau. Uns beide habe ich schon vorgestellt. Dann ist da noch in unserem Team unsere Leitung, Sarah Vossner-Kur, Dr. Sarah Vossner-Kur. Und wir arbeiten gemeinsam bei Studium Digitale, der zentralen E-Learning-Einrichtung der Goethe-Universität Frankfurt. Und es gibt auch noch weitere Projekte, auf die ich gleich zu sprechen komme, wie zum Beispiel Digital Diversity oder DigiBar aus dem Netzwerk HessenHub. Im Laufe dieses Projektes, was 2019 angefangen hat und von dem Projekt Digi, also digitales Lernen und Lernen in Hessen gestartet ist, aber jetzt mittlerweile HessenHub umgenannt wurde, haben wir uns gefragt, ja, was sollen wir denn eigentlich für Projekt oder welche Themen oder welche Medienangebote können wir eigentlich unterstützend erstellen? Und da haben wir uns natürlich am Anfang gefragt und haben eine Umfrage gemacht, in einer Online-Umfrage gefragt, wie steht es eigentlich um die digitale Barrierefreiheit an hessischen Hochschulen? Und haben dann die Frage gestellt, gibt es an Ihrer Hochschule Weiterbildungsmaterialien zum Thema digitale Barrierefreiheit? Und haben, wie gesagt, 13 Hochschulen in Hessen befragt. Und da war die Antwort, 44% haben gesagt, es gibt sehr wenig Weiterbildungsmaterialien zum Thema digitale Barrierefreiheit. 30% haben gesagt, es gibt keine Weiterbildungsmaterialien. Und 17% haben gesagt, es gibt viele Weiterbildungsmaterialien. Und 9 haben gesagt, sehr viel. Außerdem wollten wir wissen, ja, wenn wir denn Medienprodukte erstellen, welche sollten wir machen? Und am meisten wurde da nachgefragt, da gab es, das ist eine Diskrepanz zwischen vorhandenen Medienprodukten und Wünschen. Und am meisten wurde sich gewünscht, dass Checklisten, einfache Checklisten erstellt werden, um schnell und effizient digitale Barrierefreiheit umzusetzen. Das sind 59% gewesen, die sich das gewünscht haben, aber nur 19%, die gesagt haben, bei uns gibt es sowas wie Checklisten. Aber auch Leitfäden waren natürlich hoch im Kurs. Da haben 60% gesagt, das wünschen wir uns, und 50%, das gibt es schon. Aber genau, also in Print oder auch digital gab es, in Print gibt es noch weniger, und digital war dann höher im Kurs und wurde mehr gewünscht. Und des Weiteren war auch der Wunsch nach mehr Videos, Videoangeboten, vielleicht einem Wiki, wo man auch mal was nachschlagen kann, Webseiten oder ein FAQ. Und dann gab es noch weitere Wünsche, die man bei uns auf der Webseite, die wir später posten, auch gerne nochmal im Detail nachlesen kann. Aber wir haben gemerkt, es gibt einen großen Bedarf. Angefangen haben wir dann auch mit dem Wunsch, eine Willkommenskultur zu etablieren an den Hochschulen, mit einer Sensibilisierungsfolie in Zusammenarbeit mit dem Gleichstellungsbüro an der Goethe-Universität Frankfurt, wo wir zentrale Anlauf- und Beratungsstellen an der Goethe-Universität identifiziert und dargestellt haben. Zum Beispiel eine zentrale Antidiskriminierungsstelle oder ein Online-Portal namens Diversity Compact, wo sehr viele Medienprodukte zu finden sind. Die Sensibilisierungsfolie Studieren ohne Barrieren an der Goethe-Universität ist mit einem QR-Code versehen worden, wo man den Link zu Beratungsstellen findet und auch den Hinweis darauf, also die Folie kann zum Beispiel, ein Szenario ist zum Beispiel, dass in der eigenen Vorstellung, dass Lehrende das in der eigenen Vorstellung anbieten und fragen, sollten Sie im Studium aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen, Behinderungen oder Barrieren oder Einschränkungen, Behinderungen auf Barrieren treffen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Und da einfach ja von einem Studierenden-Service-Center zum Beispiel oder auch zu Nachteilsausgleichen beraten, Personen quasi anbieten, die kontaktiert werden können.
und auch auf Medienprodukte hinweisen und auch den proaktiven Hinweis geben. Wir wollen, dass sie bestmöglich studieren können. Das bedeutet natürlich, dass man eine Infrastruktur hat, die das auch anbietet. Wir waren natürlich nicht die Ersten, die auf so eine Idee gekommen ist. Wir haben nochmal zum Vergleich von der Technischen Hochschule Mittelhessen eine Sensibilisierungsfolie, dass Sie auch sehen, das gibt es an verschiedenen Hochschulen und das können Sie auch sehr gerne einsetzen bei Ihnen an der Hochschule oder anregen in Arbeitskreisen etc. Und da wurde auf die professionelle Unterstützung für behinderte und chronische Krankheiten, kranke Studierende im Blitz hingewiesen, also im Blinden. Zentrum für blinde und sehbehinderte Studierende und auch das Angebot des Blitz zum Beispiel zu Nachteilsausgleichen, individuelle Beratung, angepasste Prüfungsmodalitäten, Arbeitsräumen, barrierefreie Lehrmaterialien, technische Reha-Hilfsmittelberatung oder auch ein Hilfsmittelpool zur Ausleihe für besondere Geräte, wo ein besonderer Bedarf besteht. Des Weiteren haben wir in einem weiteren Projekt Digital Diversity einen sogenannten Kurs, einen Lernbarkurs, das ist Autorensystem von Studium Digital und der Goethe-Universität, also Studieren ohne Barrieren genannt. Im Angebot, wo wir im Student Life Circle auf die Bedarfe der Studierenden eingegangen sind und von Bewerbung und Zulassung bis hin zu Perspektiven und Teilhabe auf verschiedene Bedarfe von Studierenden hinweisen und darüber aufklären, auch in Videoformaten, wie Sie auf der nächsten Folie, im ähnlichen Format diesmal für Lehrende, vorher war es für die Zielgruppe Studierende, anbieten. Wo wir auch mit Akteuren der Goethe-Universität gesprochen haben und gefragt haben, ja, was hat denn die Goethe-Universität für ein Angebot zum Beispiel und was kann man quasi nutzen und wie kann man sich beraten lassen und gehöre ich überhaupt zur Zielgruppe etc. In diesem Projekt, das ich eben schon erwähnt habe, sind noch mehrere Sachen entstanden, zum Beispiel ein Podcast-Format namens Podcafé, Video- und Audiomaterial, Grafiken, Folien auch zur Aufklärung, die schon erwähnten Sensibilisierungsfolien und Ansprechpartnerinnen, die genannt werden. Rechts im Bild sieht man das Logo von dem Podcafé und auch das Logo des Projekts Digital Diversity. Ausblick, wie geht es weiter in dem Projekt? Also wir sind jetzt mittlerweile, haben wir ein paar Jahre schon an dem Thema gearbeitet und zahlreiche Medienprodukte auf unserer Webseite auch veröffentlicht, die gerne auch geteilt werden können. Und es gibt auch eine Kampagne an alles gedacht, wo verschiedene Themen vorgeschlagen werden. Da ist jetzt auch geplant, dass in einem Blog da auch auf dem aktuellen Stand gebracht werden soll. Der ist noch im Aufbau, also da noch ein bisschen Geduld. Aber was jetzt in diesem Sommer erscheint, ist ein Sammelband namens Digitale Barrierefreiheit in der Bildung weiterdenken mit zahlreichen Beiträgen aus dem deutschsprachigen Raum. Der wird im kommenden Monaten veröffentlicht. Da können Sie schon mal drauf gespannt sein und da werden wir auch drauf hinweisen und darüber informieren, wo wir über zum Beispiel Untertitel hinweisen etc. Es gibt ganz viele Themen, die jetzt auch schon hier angesprochen wurden im Format. Und was ich auch noch worauf ich gerne hinweisen würde, ist ein Save the Date. Und zwar haben wir auch im Zuge der Veröffentlichung des Sammelbandes eine Tagung am 16.09.2022 an der THM, Technischen Hochschule Mittelhessen in Friedberg. Und darauf können Sie sich schon freuen und dazu würden wir Sie gerne einladen, daran teilzunehmen, wo wir nicht nur über den Sammelband, sondern auch über aktuelle Themen weiterhin im Nachgang über digitale Barrierefreiheit sprechen würden. Gerne mit Ihnen. Also gerne in den Kalender eintragen. 16.09.2022, Tagung THM Friedberg wird es stattfinden im Netzwerk DigiBar. Genau, aber wir haben auch, und das ist heute Thema, ein Serious Game namens Lolas erstes Semester erstellt. Und auf der Folie sieht man hier Lola mit ihrem Tutor Ludwig. Und Lola ist eine Erstsemesterin, die stelle ich gleich auch noch vor, das Konzept. Im Hintergrund ist die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, der Eingang des IG Farben-Gebäudes zu sehen. Und Lola sagt, also eine Frage hätte ich. Gibt es für Studierende, die zum Beispiel eine Sehbeeinträchtigung haben, barrierefreie Angebote? Ich bräuchte da manchmal sowohl Beratung als auch Unterstützung. Den Link werden wir Ihnen gleich posten. Die Story ist eine Erstsemesterin Lola, die wir gerade schon gesehen haben. Und die ist in der Einführungswoche auf dem Hochschulcampus. Sie ist Erstsemesterin und trifft
ihre Kommilitonen Leo, Priyanka und ihren Tutor Ludwig. Sie hat auch schon als Erste direkt einen Job ergattert und hat deswegen den Leiter oder Arbeitgeber Herr Akai, der sie betreut, wo wir auf die Verwaltungsebene gehen und auch auf barrierefreie Dokumente quasi eingehen. Und wir haben die Professorin Ayana, die eine Vorlesung hält. Und die Protagonistin Lola hat eine Sehbeeinträchtigung, ein Glaukom. Und während dieses Minispielen im Spiel, hat sie 5 Herausforderungen zu meistern. Sie betritt eine Vorlesung, sie nimmt an einem Online-Seminar teil, sie ist beim Prüfungsamt und macht mit ihrer Karte eine Validierung am Automaten und ist in der Mensa. Und ganz wichtig war bei dieser Erstellung, sowohl auch bei der Story, beim Drehbuchschreiben, bei den Akteuren, die Authentizität und dass wir die Herausforderungen alle in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Studierenden erstellt haben. Also zum Beispiel mit dem AStA-Inklusionsreferat, mit verschiedenen Akteuren auf Vernetzungstreffen unseres Netzwerkes Digibar. Und rechts sieht man den Campus der Hochschule, wo die verschiedenen Orientierungspunkte eingeblendet sind. Also Hörsaalzentrum, Mensa, Eingang und Prüfungsamt, um den Spielenden immer wieder eine Orientierung zu geben, zu welchen weiteren Minispielorten man jetzt weitergeht. Das Ziel ist, die Beeinträchtigungen zu erfahren durch Immersion, also durch das Eintauchen in die Story und in die Herausforderungen, die die Erstsemesterin Lola meistert. Und damit sollen sensibilisiert werden, und zwar die Hochschulakteurinnen, für Barrieren in digitalen Medien. Durch die Simulation des Campus und auch von Studierendensituationen und der Umgebung, die organisch und authentisch aufgebaut sind, sollen ja mehrere Episoden dargestellt werden, in denen Beeinträchtigungen, Behinderungen und Barrieren aufgezeigt werden, aber auch mit konstruktiven Lösungen und Handlungsoptionen und nicht nur, dass man davor ist und keine Lösung findet. Das war ganz wichtig. Die Motivation, das ist die Betroffenenperspektive darzustellen und auch davon zu lernen. Also, dass man quasi ins Wollen zur Umsetzung von digitaler Barrierefreiheit kommt. Und wir wollten damit eine Erkenntnisumkehr von der Ausgangslage, oh, das ist ja jetzt noch mehr Arbeit, das wollen wir eigentlich umkehren in Verantwortung übernehmen wollen. Weil das ist das Wichtige daran, dass man nur durch das, durch das Erfahren von Beeinträchtigung ins Wollen kommt, damit man die Situation auch verbessern kann und damit sie nicht so bleibt, sondern dass man das auch, dass alle das an der Hochschule in der Hand haben, quasi die Situation zu verbessern. Der Ausblick vom Serious Game. Also wir haben in einer Evaluation erhoben, dass das Spiel geeignet ist für die Zielsetzung der Sensibilisierung mit der Verknüpfung von Lerninhalten oder Informationen. Die Ergebnisse aus der Evaluation fließen in die technische und inhaltliche Weiterentwicklung ein. Also wir haben da zahlreiches Feedback bekommen, was sehr, sehr nützlich ist für uns, um jetzt in ein Redesign zu gehen. Weiterhin wollen wir die Integration weiterer Beeinträchtigungsformen, also nicht nur der Sehbeeinträchtigung, sondern anderen auch, wie zum Beispiel psychische Beeinträchtigung etc. und Learning Analytics mit dem Ziel, das Nutzungsverhalten zu untersuchen, integrieren und damit auch Lerneffekte messen. Natürlich bedarf es dabei auch einer Kontrollgruppe, die ohne ein Serious Game die Lerninhalte erfährt, um zu vergleichen, wie auch die Unterschiede sind. Außerdem ist eine barrierefreie Nutzung des Spiels geplant, mithilfe der Game Accessibility Guidelines und auch weiterhin brauchen wir oder setzen wir auf Austausch und Feedback in verschiedenen Netzwerken, also wie hier heute zum Beispiel im Hochschulforum Digitalisierung oder auch in unserem Projekt Hessen Hub und weiteren. So, dann haben wir diese weiteren Informationen zum Serious Game, die wir auch gerne gleich nochmal in den Chat posten. Also es gibt eine Webseite zum Projekt Lolas erstes Semester. Es gibt einen Podcast bei dem genannten Projekt Digital Diversity über den Entstehungsprozess von Lola. Denn das war schon ein sehr, sehr lehrreicher Prozess über mehrere Monate, den wir da durchlaufen sind und den wir gerne weiterführen würden. Und wir haben auch schon publiziert zum Serious Game, einmal auf der
Delphi zur spielerischen Sensibilisierung durch Erfahrbarkeit von Beeinträchtigung, das Serious Game Lolas erstes Semester, wo wir das vorstellen und dann auch die Pläne, die zukünftigen Pläne, um Lola zu verbessern, auf Englisch Creation and Future Development Process of the Serious Game, Raising Awareness of Visual Impairments. Die sind beide letztes Jahr erschienen, auch im internationalen Kontext und genau, die stellen ja auch einen Ausblick da, wie es weitergeht und Learnings, also was wir gelernt haben. So, jetzt möchten wir mit Ihnen aber in die Praxis einsteigen. Das ist ja die Digi-Snackbar und wir möchten gerne mit Ihnen in die Praxis gehen. Wir möchten Ihnen zum einen das Serious Game Lola erstes Semester, da posten wir gleich im Chat den Spiellink, vorstellen. Und dann haben wir im Laufe unserer Recherche auch zwei Spiele im Rahmen der Woche des Sehens entdeckt, die wir Ihnen gerne mal zeigen würden und auch gerne mit Ihnen in einem Etherpad sammeln wollen, Ihre Erfahrungen, Ihr Feedback, etwaige Anmerkungen dazu, Fragen gerne auch. Das werde ich auch gleich nochmal posten. Und diese Spiele, das ist einmal Zug in Sicht und Blind zum Bus. Und das würden wir jetzt ausprobieren. Dafür haben wir 30 Minuten Zeit. Da können Sie einfach mal in Ruhe durchklicken, spielen, Ihre Anmerkungen gerne entweder im Etherpad oder auch erstmal so für sich sammeln und dann später übertragen. Es gibt aber auch noch danach eine Feedbackrunde, wo wir auch nochmal über Fragen sprechen könnten. Und genau, deswegen würde ich jetzt erstmal hier die Präsentation kurz beenden. Und Sie haben auch schon im Chat die Links. Da können Sie gerne auch mal das Etherpad zuerst aufmachen für Feedback, wo Sie jederzeit auch gerne kollaborativ mit uns zusammen Einträge vornehmen können. Und genau, in diesem Etherpad finden Sie auch noch eine Anmerkung. Das ist natürlich auch Grenzen der Simulation gibt. Da haben wir ein Paper verlinkt von Sally French. Und ich teile noch mal dieses Etherpad. Genau, also Fragen, Anmerkungen zum Spiel. Wir haben die Links zum Spiel noch mal eingefügt von der Woche des Sehens und Links zu Lola oder der Link zu Lola. Und haben da die Frage, haben Sie weitere Themen, Spielideen für Serious Games, können Sie auch gerne ausfüllen. Dann die drei Spiele, Anmerkungen zu Lolas erstes Semester mit ein paar Fragen, Anmerkungen zum Blind zum Bus, wird schon geschrieben. Und genau, das Spiel startet mit Musik, sagen Sie schon ganz richtig, die kann man auch ausmachen, quasi ohne das, ohne die Musik. Die Musik ist nicht spieltragend, also die brauchen Sie nicht unbedingt. Es gab nur den Wunsch in dem Feedback, dass man da zum Beispiel auch Musik einfügen kann. Genau, und deswegen, genau, hier unten ist der Artikel von Sally French, den haben wir verlinkt. Der heißt Simulation Exercises in Disability Awareness Trainings, Critique Disability, Handicap in Society. Den legen wir Ihnen gerne nahe, der sich mit Simulationskritik auch noch beschäftigt. Da weisen wir natürlich darauf hin, dass eine Sehbeeinträchtigung oder Blindheit natürlich nicht vollends zu simulieren ist, weil man ja nur für die Zeit des Spiels diese Erfahrung macht und danach wieder quasi die Sehkraft hat. Deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen, beziehungsweise kritisch zu sehen. Genau.